Spieltag Nummer 29 in der Penny DEL. David gegen Goliath, Letzter gegen Erster. Bietigheim Steelers gegen den EHC Red Bull München im Geisterspiel in der Egetrans Arena. Damit hinein in dieses Spiel, in dem München von Beginn an druckvoll unterwegs war, speziell in der Offensive sich richtig gute Möglichkeiten rausgespielt haben. Hier die erste gute in diesem Spiel durch Justin Schütz, der auftaucht vor Aito Kallio. Und er mit dem ersten richtig guten Save in dieser Phase der Partie. Dann hat es nicht lange gedauert, kurz danach. Redmond hier mit der Chance verpasst den Schuss. Aber dann Bietigheim von hinten im Aufbauspiel raus. Turnover in der neutralen Zone. Und das macht München richtig gut. Mauer hier auf und davon, legt rüber auf Smith. Zum ersten Tor in diesem Spiel. Die Führung für den EHC Red Bull München durch einen Turnover. Pass kommt hier nochmal rüber. Smith, der lässt Aito Kallio aussteigen und damit die verdiente Führung zu diesem Zeitpunkt. Danach gab es eine doppelte Strafe für München. 5-gegen-3 Situation, Bietigheim im Powerplay. Scheibe läuft gut, eine Menge Druck, eine Menge Zug zum Tor. CJ Stretch hoch zu Sheen und dann trifft er zum Ausgleich. Kurz vor Drittelende Riley Sheen. Vor diesem Spieltag die meisten Tore in der DEL, trifft hier erneut im Powerplay. Damit das erste Drittel 1-1, obwohl München mehr offensiv unterwegs war. Damit hinein in Drittel Nummer 2. Auch da München in der Vorwärtsbewegung. Scheibe läuft hier gut, das ist Street, der zieht vor das Tor rein und bedient Blum am langen Pfosten, der sich mit in die Offensive einklingt, an den langen Pfosten marschiert. Aito Kallio, keine Chance, gutes Tor, die erneute Führung für München. Und München in dieser Phase des Spiels oben auf. Eine Chance nach der anderen. Teilweise hundertprozentige mit dabei und dementsprechend hier das nächste Tor. Ortega zum 3-1 hier spektakulär. Vorher noch der Riesensave von Aito Kallio mit der Schiene. Am Nachschuss konnte er dann selbstverständlich nichts mehr machen. München druckvoll. Danach zum Ende des Drittels Bietigheim wieder etwas offensiver. Die ein oder andere Chance mit dabei. Dann dieser Turnover. Pass kommt. Und dann ist es Jasper, der Physiker im Tor. Keine Chance lässt. 2-1 Möglichkeit. München gab wenige Turnover her. Hier fallen sie aber durch. 2-1 Situation. Schien rüber zu Jasper. Und Bietigheim bleibt dran in diesem Spiel. Obwohl dieses zweite Drittel offensiv eindeutig an München ging. Und damit hinein in Drittel Nummer 3. Die Münchner im Vorwärtsgang und ein ums andere Mal Aito Kallio, Aito Kallio, Aito Kallio. Riesenspiel vom Bietigheimer Torhüter, der hier viele, viele Großchancen wunderbar wegpariert. München beißt sich die Zähne aus an den aufopferungsvoll kämpfenden Steelers und die nutzen ihre Möglichkeiten. Konter nach vorne, Stich gesetzt und dann ist es der Ausgleich für die Steelers. 3-3 und wieder ist es Jasper, der für die Steelers trifft. Natürlich der Ausgleich, gesehen von den Spielanteilen, schmeichelhaft, weil München mehr offensiv investiert. Aber Bietigheim spielt das schlau, stehen hinten gut, kommen zu Kontermöglichkeiten. Und da sind sie präsent, da sind sie abgezockt. Und wieder ist es Jasper, der hier trifft, diesmal zur Führung über die Schulter von Fiesinger im Tor. Der Münchner abgezockt und das Dach 4-3, Spiel gedreht, großer Charakter, aber damit nicht genug. Empty-Net-Situation, München versucht nochmal alles, aber dann sind es wieder die Steelers, die hinten rauskommen. Und diesmal ist es Sheen, der trifft zum 5-3, Empty-Net-Tor. Und auch danach war noch nicht Schluss. Don Jackson und München investiert alles, nochmal Empty-Net-Situation. Fehlpass hier von Redmond und wieder nutzt es Bietigheim eiskalt aus. Große Charakterleistung von den Steelers an diesem 29. Spieltag. Der Endstand 6-3 und das sind die Stimmen zum Spiel. You know, we got to have that underdog mentality. First year in the league, everyone wasn't expecting too much from us. So, you know, come out hard every single game and try to catch some teams off guard here. And yeah, I mean,
beating Munich. You know, you can beat anyone in the league here, so it's big for us. München stolpert über die eigenen Chancen. Es waren genug davon da. München offensiv richtig präsent, nichts rausgemacht. Aito Kallio richtig gut, Bietigheim defensiv stark. Und vorne Evan Jasper mit 4 Punkten in diesem Spiel. Sensationssieg. 6:3 Bietigheim gegen München. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.